Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Skorpion und Aszendent Skorpion. Willkommen zu der Woche vom 24. bis 30. November. Liebe Skorpione, vergangenes Wochenende ist ein Neumond im Zeichen Schütze aufgegangen. Während sich das Mondlicht in dieser Woche weitet, werden wir die Energien des Neumonds vermehrt in Erfahrung bringen. Sonne und Venus schreiten weiterhin im Zeichen Schütze voran, also in ihrem Haus des Geldes. Während aufgrund dessen die Sonne ihr Haus des Geldes erleuchtet, kann ihnen der Venus einige Chancen hinsichtlich des Geldes einräumen. Sie werden vorhandene Probleme in diesen Bereichen einfacher lösen können und Unterstützung bekommen. Auch der Merkur wird im November in das Zeichen Schütze übergehen und bis zum 17. November in diesem Bereich verweilen. Deswegen werden sich Ihre Psyche und Gedanken vermehrt mit Themen rund um das Geld beschäftigen. Sie werden in diesen Bereichen Besprechungen und Meetings durchführen, sowie vermehrt schriftliche und mündliche Kommunikation haben. Auch geschäftliche sowie private Reisen können an Ihrer Tagesordnung stehen. Sie könnten für die Reise aufgrund einer Weiterbildung einige Ausgaben machen. Es gibt Andeutungen darauf, dass sich diese Ausgaben vermehrt auf Themen des Zeichens Schütze beziehen werden. Im Allgemeinen befinden Sie sich in einer erfreulichen und entspannten Woche, meine lieben Skorpione. In dieser Woche werden Sie sich insbesondere auf Ihre Einnahmen, Ausgaben, Ihre finanziellen Besitztümer sowie Einnahmequellen konzentrieren und in diesen Bereichen einige neue Unternehmungen durchführen und Initiativen ergreifen. Bitte verfolgen Sie auch unbedingt unsere täglichen Horoskop-Videos. Machen Sie es gut. Bis bald.